Erste. Vielleicht gehen wir mit der Hitze mal ein bisschen runter. Nicht, dass es hier verbrennt. Was schon passiert ist. Es geht wieder los. Es wird wieder gekocht. Ich habe auf jeden Fall Bock, denn heute gibt es Rindersteak in Pfefferrahmsoße. Ballern. Ja, wird richtig nice. Ich freue mich schon drauf. Auch Rotwein ist am Start. Ich werde das erste Mal seit langem mal wieder Rotwein in der Hand haben. Damals mochte ich es nicht. Wir werden auch heute vielleicht mal ein kleines Stückchen probieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kommen wir jetzt erstmal zu den Zutaten. Das sollte alles so in grob 45 Minuten geregelt sein. Schauen wir mal, ob das so klappt. Erstmal die Zutaten. Wir brauchen, das Rezept ist für zwei Personen, habe ich das jetzt mal gemacht, weil mein Vater und meine Schwester essen Lammfilet, deswegen habe ich da Lamm. Hier haben wir jetzt 4 Rindersteaks. Ja, ich weiß, das Rezept ist noch 2 Personen ausgelegt, aber ich esse schon mal 2 und heute Abend auch noch einen. Und dann brauchen wir Butterschmalz, grünen Pfeffer, unseren schönen trockenen Rotwein, Rinderfond, Tomatenmark, Schlagsahne und das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Aber da mir das halt so ein bisschen wenig ist, habe ich mir gedacht, gibt es noch Kartoffels dazu. So, nicht viele Zutaten. Der Aufwand ist auch nicht wirklich groß, den man machen muss. Aber ich hoffe, das wird einfach geil schmecken, weil ich liebe Pfeffercremesoße, ich liebe Steak. Und beides ist sowieso mega geil. Als erstes beschäftigen wir uns damit, wie wir die Steaks anbraten. Bis gleich. So, Pfanne ist vorbereitet. Ich gehe jetzt nur mit einem Klecks Schmalz. Und ich muss sowieso auch vom Rezept abweichen. Weil da steht, 1,5 Minuten bei voller Hitze das Steak von all seinen anbraten. Aber bei 1,5 Minuten, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schon durch. Weil das sind keine 3 cm Steak, also das sind, die sind nicht 3 cm dick. Das ist nach 1,5 Minuten, das ist definitiv zu viel. Deswegen werden wir das so machen. Wir werden die anbraten, schön von allen Seiten, die so bräunlich aussehen und dann kommen die für 30 Minuten bei 80 Grad in den Ofen. Das ist eigentlich auch nur Alibi, was ich hier drin habe. Ich sage, starten wir mal mit dem hier. Riecht auf jeden Fall schon mal gut. Ja, 1A. Die eine Seite mache ich jetzt nochmal, weil ich da gerade ein bisschen zu früh gemacht habe. Na. So, ihn jetzt hier noch. Wir gehen mit der Hitze mal ein bisschen runter, nicht dass es hier verbrennt. Was schon passiert ist, schade. Hey, macht das nicht so wie ich. Nehmt lieber ein bisschen, doch vielleicht einen kleinen Tacken mehr. Ich habe jetzt mal Öl dazu getan. Und vielleicht ist 9 doch ein bisschen zu krass. Aber man lernt ja noch. Ist ja kein Problem. Hier los. Da, sieht doch gut aus. Na, komm her. So. Zack. So. Okay, 9 war definitiv zu krass. Das, also den auf 7 zu stellen, ist doch eine bessere Nummer. Ich meine, gut, das ist jetzt kein Tipp für euch. Weil jeder hat einen unterschiedlichen Herd. Aber für mich das nächste Mal, wenn ich mal Steak machen sollte, ist das die optimale Hitze. Ich weiß noch, beim Bund damals, da habe ich auch mal, da hat man den Luxus, dass man, da hatte ich den Luxus, dass ich mir auch sowas wie Steak machen durfte und so. Was ich mir halt nicht selber kaufen musste, sondern was ich halt so bestellt gekriegt habe. Ich musste es halt nur selber zubereiten. Und alter Vater, das war voll lecker. Das habe ich richtig gut hingekriegt. Das war das beste Steak, was ich jemals gemacht habe. Die sehen doch richtig gut aus. Okay, da geht irgendwie nicht mehr ganz so ab.
mal die Power erhöhen ein bisschen. Alter, in der Küche sieht es auf jeden Fall schon mal gut aus. Hier ist ein bisschen diesig, muss ich sagen. Aber so kann man sich nicht beschweren. Das Einzige, was ich jetzt noch gleich machen muss, beziehungsweise werde, ist hier raus aus diesen Überresten, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, mein Handy liegt direkt auf dem Tisch, müssen wir gleich die Soße machen. Das heißt, das Öl, das kippe ich so ein bisschen da ab und dann machen wir hier raus dann die Soße gleich, unsere Pfeffersoße. Ich warte nur auf den Tag, dass ich hier kochen werde und im Video habe wieder Feuermelder losgehen. Einmal habe ich ja schon mal die Bude fast abgepackt. Boah, Alter, ich muss die Fenster aufmachen. Alter Junge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Na, ich bin mal gespannt. Vielleicht sind sie auch Röstaroma, man weiß es nicht. Man sieht auf der Kamera leider nicht, wie verraucht das hier ist. So, der nächste Schritt ist, den Ofen auf 180 Grad. Ach, Quatsch. Der nächste Schritt ist, den Ofen auf 80 Grad vorzuheizen und danach widmen wir uns der Soße. Bis gleich. So, das Fleisch ist im Ofen. Widmen wir uns jetzt unserer tollen Soße. Im Raum geht es auch einigermaßen wieder, was die Sichtigkeit hier angeht. Jetzt ist der Trick. Wir nehmen einfach ein Esslöffel Tomatenmark, weil der Marc Tomatenmark. Mir wurde gerade eben gesagt, das ist wohl doch noch nicht verbrannt, das geht noch. So, Tomatenmark. Das soll man nur anbraten mit dem ganzen Krams hier drin. Tomatenmark zum Braten, ist es gegeben. Kurz anrösten und mit Rotwein ablöschen. Ja, angeröstet. Müsste es sein. Jetzt kommt hier unser Rotwein ins Spiel. 200 ml feinstes Gesöff. Riecht auf jeden Fall schon mal gut. Es wird jetzt auf jeden Fall sich noch verkochen, hoffentlich. Kurz aufkochen lassen, dann koch dich mal auf. Dann brauchen wir 250 ml Rinderfond. Den geben wir jetzt noch dazu. Oha. Riecht aber. Das riecht aber ein bisschen hart nach. Ein bisschen hart nach Alkohol. Vielleicht lassen wir doch noch einmal aufkochen. Vielleicht verkocht sich da das ja noch ein bisschen. In der Zwischenzeit nutzen wir die Chance und gib ihm. Nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung habe, aber doch schon hart trocken. Ei, ei, ei. Oh, ein bisschen, ich weiß ja nicht, ich habe ja keine Definition, was kurz ist. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist kurz. Jetzt geben wir noch den Dings, den Rinderfond dazu. Und dann machen wir separat. Die Soße ist echt ganz schön dünnflüssig. Muss man gleich mal fragen. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch unsere Kartoffeln dazu, die ich jetzt genommen habe. Da sollte ich jetzt hiervon ein bisschen dazu tun. Matsch. Ich weiß, die stand nicht im Rezept, aber ganz ehrlich, Leute, irgendwas muss man dazu machen. Das geht nicht. So, die werden jetzt warm gemacht. Die sind nämlich schon vorgekocht. Dann ist der letzte Schritt gleich nur noch die Sahne und der Pfeffer. Und dann sind wir auch schon durch. Da muss ich mir nur noch gleich Gedanken machen, wie ich das dicker kriege. Weil vielleicht macht die Sahne das auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe zumindest, die Sahne dickt das noch ein bisschen ein. Sagen wir hier, Kollege Kartoffel. Was soll das? Guck mal hier, Knallgas. Au! Heiß. Scheiße. Ich glaube, einige Minuten sind jetzt rum. Jetzt würde ich sagen, widmen wir uns mal hier der Sahne. Komm schon. Jawohl. Heiß. Schnibbeln die hier mal auf. Nach und nach dazugeben hieß es ja. Aber wir müssen. Ich weiß, dass es was gibt, so Soßenbinder oder sowas. Ich hoffe mal, wir haben sowas. Weil ganz ehrlich, das ist keine Soße, die wir hier haben. Wisst ihr was? Ich gehe mal kurz fragen, wie wir das hier gerettet bekommen. Bis gleich. So, finale Züge. Jetzt bin nur noch der Pfeffer. Hier heißt es nach Belieben hinzufügen. Ich habe übrigens nichts mehr mit gemacht. Die Zeit hat alles geregelt. So, mal hier noch ein bisschen. Ein paar Körnchen da rein. So. Bisschen was von dem Sud. Zack. Oder wie auch immer es sich schimpft. Flüssigkeit vom Pfeffer. Ist es eigentlich schon geschafft. Das Fleisch ist schon fertig. Hier, das dümpelt jetzt noch so ein bisschen vor sich hin. Weil guckt hier, die Konsistenz. Es ist nicht mehr so flüssig, wie es war. Tja, Kartoffeln sind auffällig, das Lamm hat sich auch jetzt erledigt, Soße ist fertig, alle Zutaten sind benutzt, Fleisch ist fertig, ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Anrichten, bis gleich. So, hier ist es, das Prachtexemplar,
Steak, Rindersteak in Pfeffersoße. Ich bin mal gespannt, auch wie das Steak überhaupt geworden ist. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Pieks. Oh ja, sie ist noch leicht rosa in der Mitte. Nice. Auch mit der Soße. Es geht ja in erster Linie nur das Fleisch mit dem allen drum und dran. Und dann noch so ein Pfefferkorn mit. Sehr lecker. Ich muss sagen, die Soße ist sogar auch okay. Von der Konsistenz her. Ich hatte anfangs, wie ihr schon gesehen habt, echt Bedenken, da das halt so flüssig war. Aber jetzt im Nachhinein ist doch. Ja, es tropft nicht vom Teller. Vom Messer. Sehr lecker. Kann man sich gut geben. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken gehabt, weil. Wenn man Steak nicht regelmäßig macht, ist das eher so eine Glückssache, wie es dann wird am Ende. Aber hiervon bin ich echt begeistert. Ist noch schön rosa. Vielleicht noch ein Ticken. Gut, lag vielleicht daran, dass ich schon 2 Minuten vorher den Ofen ausgemacht habe. Aber so kann ich mich echt nicht beschweren. Das ist ein richtig leckeres Essen. Ist auch, wie gesagt, schnell gemacht. Das hat mich jetzt sogar mit aufnehmen und sowas, hat mich das gerade mal, na gut, 40 Minuten gekostet, 40, 45 Minuten so um den Dreh. Anfangs, ne, war ein bisschen problematisch, ne, mit der Küche hier, dass die ein bisschen rauchig war. Aber mein Gott, das soll auch vergeben sein dafür, dass das so gut schmeckt. Ja, ihr wisst Bescheid, das übliche Prozedere. Wenn ihr es nachkochen wollt, packe ich euch den Link gerne in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn ihr es nachgekocht habt, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram zeigen, was ihr da leckeres gemacht habt. Ansonsten bleibt nichts mehr weiter übrig zu sagen, als euch noch einen schönen Tag. Zeigt es euren Freunden, Verwandten, Familie und so weiter. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Oder abonniert auch, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Bis zum nächsten Mal und rein. Tschüss. I've got a question, if you'd hear me out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake that we are closer than we're far.